An unserer Lage hat sich bisher eher wenig verändert. Nach wie vor sind zahlreiche Kämpfer unter der Kontrolle von Kira. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind wieder im Story-Modus unterwegs. Ja, ich habe privat mal wieder mir die Zeit genommen, ein bisschen weitergespielt am privaten Account und muss natürlich sagen, ich weiß inzwischen, wo sich mein Quatschutzu befindet, auf den ich noch immer sehnsüchtig warte. Und ja, ich habe auch bisher wirklich erwartet, dass das die komplette Karte ist. Dass ich da so daneben liegen kann, wusste ich gar nicht. Wir sind, also im Vergleich das, was wir jetzt bisher freigeschaltet haben hier, das ist ein Witz. Da fehlt noch sowas von viel. Und ich meine, ich brauche kein Geheimnis daraus machen, auch wenn das Projekt noch ziemlich lange dauern wird, weil es haben schon so viele Leute jetzt was gemacht dazu und ja, jeder weiß, wie der Ausgang ist. Es gibt tatsächlich noch eine zweite Weltkarte, aber da sind wir leider noch weit entfernt. Jetzt erstmal Kämpfer wechseln und die Piranha-Pflanze haben wir bis jetzt noch gar nicht gespielt. Liegt unter anderem daran, dass die letzte Folge vor dem Release dieser Pflanze war. Unser Deck ist auch bisher eher wenig befüllt. Ich muss auch jetzt mal gucken, dass ich überhaupt mit der Piranha-Pflanze ein bisschen gut umgehen kann. Ansonsten werde ich nicht auf Yoshi, sondern auf Pikachu wechseln. Ich möchte mal schauen, dass ich wieder ein paar andere Kämpfer auch wieder hier unterbringe in den Story-Modus. Aber jetzt erstmal den ersten, was heißt den ersten, einen weiteren Kämpfer befreien. Fox wartet hier auf seine Befreiung. Das heißt natürlich... Ups, ich bin gerade am Mikro angekommen. Das heißt natürlich jetzt auch, dass ich mir vielleicht überlegen muss, die Folgen noch ein bisschen länger zu machen, als ohnehin... Die sind ohnehin schon ziemlich lange. Aber führt wohl kein Weg dran vorbei. Also wenn ich mal 40 Minuten hochgehen sollte, dann... Nehmt's mir nicht übel. Was war das jetzt? Mach an. Er fliegt doch noch in die Giftwolke rein. Schade. Dass die nur mal so kurz da war. Komm. Du bist dämlich. Los. Nein, der fliegt drüber. Sei doch dämlich, bitte. Item. Wie sieht das bitte aus? Ja. Fetzt den kilometerweise weg. Sieht natürlich lustig aus, wenn eine Pflanze einfach eine Banane wirft. Ach, du liebe Neune. Ich kann den Kämpfer teilweise nicht ernst... Habt übrigens dieses Gerücht gehört? Ich habe das im Podcast sogar erwähnt. Anscheinend soll die Piranha-Pflanze im All-Star-Modus ein bisschen B sein. Oder anders gesagt, die soll anscheinend euren Spielstand löschen, wenn ihr mit ihr den All-Star-Modus spielt. So. Da öffnet sich die Fährte. Man sieht aber links oben, da aufgrund, da das schon blau ist, ist das nichts mehr. Also da ist nichts irgendwie Besonderes versteckt. Und hier lichtet sich ein Weg. Ich wusste das gar nicht, dass das überhaupt gibt, so ein Bug mit der Pflanze. Ich bin gerade noch am gucken. Wo sind da? Ja, da ist noch jede Menge zu erfüllen. Da unten ist sogar noch ein Schalter. Den hebe ich mir noch auf. Das gibt's hier noch, den düsteren Wald. Ansonsten sind wir, glaube ich, schon ziemlich weit. Ja, hier waren wir schon. Gut, so viel ist auch nicht mehr. Jetzt aber trotzdem mal hier weiter. Anna Mona. Die kenne ich sogar noch. Die ist aus diesem Street Pass Spiel mit dem Fisch, ne? Das, was ich mal richtig gern gespielt habe. Der ging jetzt als Aufstand Spezial was sein? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gelesen. Boah, die Pflanze aber ohne Scheiß ist richtig OP, gebt euch das. Da kannst du fast gar nichts mehr ausrichten. Ich meine, natürlich im Online-Modus ist das, da juckt das die mal eher die wenigsten, aber. Lol. Das war die Angel. Lass es, hör auf mich zu fischen. Nein! Lass es mit Dank treiben. Gut, keine Chance. Ich habe noch das Ding. Wartet, jetzt aber. Was? Ne, Blödsinn. Hä? Ja, geil, super. Ne. Saust da trotzdem rein. Ja gut, kann er machen. Juckt mich nicht. Vorausgesetzt, du überlässt mir den Subgeist. Das ist mir wichtig. Bam! Feuer gegen mich im Bumerang. Die bringt mir einen Bumerang. Warum nicht irgendwie sowas? Keine Ahnung, eine Angel. Okay, gibt's gar nicht. Fragen über Fragen, aber dann irgendwelche Fragen stellen, welche einfach sinnlos sind, weil es diese Sachen, die ich mir wünsche, gar nicht gibt im Spiel. Ich kann's nicht lassen. So, da oben ist eine Röhre. Ich gehe vorher mal da hoch. Da ist eine Kiste auch. Die große Fee. Stimmt, die ist jetzt wichtig, dass ich mir die hole. Ich meine, ich habe sie sowieso schon. Die hat nämlich einen richtig geilen Effekt, und zwar die Dauerheilung.
Also die Notfallheilung. Sprich, wenn du irgendwie 90, glaube ich, oder 80% Schaden hast, heilt die dich um 50% runter. Das ist echt heftig. Muss man die mal besiegen. Seid ein Ausgeist, leider. Mann! Ach komm doch. Die bewegt sich so viel! Irgendwie ungewohnt trotzdem teilweise mit der Pflanze. Das ist eine reine Übungssache. Das mit der Range habe ich auch noch gar nicht rausgefunden. Also wie man die irgendwie so richtig ausfahren kann. Ich meine, was ich kann, ist das da. Ja, verdammt, jetzt hat sie mich unterbrochen. Wow, super. Komm. Alter, lass dich doch greifen. Die regt mich gerade auf. Jetzt aber. Und da lag das Teil noch, komm. Das gibt's ja nicht, wie verhält die aus? Nein! Flieg hoch! Nein! Das war dämlich. Das war komplett dämlich. Ich glaube, mit der Pflanze werde ich nicht lange spielen. Bist du interessant? Komm runter, jetzt aber. Nein! Doch, die ist drin. Macht aber nicht viel Schaden. Das ist vor allem eine riesige Version, das fällt mir erst jetzt auf. Nee, ich glaube, ich werde dann wechseln, gleich direkt. Ich habe ja auch, glaube ich, einen schwächeren Subgeist genommen. Ah, schwächeren Subgeist, einen schwächeren Primären. Das wird mich aber jetzt nicht von der Niederlage hier abhalten. Was war denn das jetzt? Bananenbombe. Ah, Bananenbombe, Bananengewehr. Komm her. Nein. Nein. Die ist weg. Die hat jetzt gerissen. Ja, super. Das erinnert mich ein bisschen an Laubklinge von Pokémon. So. Nimm bitte Schaden. Ich kill mich schon wieder fast selbst. Ich kann ja nicht mal ausweichen richtig, weil ich zu blöd bin dafür. Wow, wow, bist du interessant. Aber so richtig. Erstmal Kämpfer wechseln. Das hat keinen Sinn mit der Pflanze. Ich bin mit der einfach nicht eingespielt. Sie hat coole Attacken, aber... hier für den Story-Modus ist sehr weniger geeignet. Da fluche ich nur mehr umher. Vor allem, wenn dann die legendären Geister kommen. So. Wie gesagt, Yoshi verzichten wir jetzt mal. Wir gehen auf Pikachu. Auch mal gucken, was überhaupt am Wissensbaum so möglich ist. Wir haben 132 Stück. Was haben wir hier? Keine Verlangsamung bei mehrfachen Ausweichen. Das ist gut, das nehmen wir uns gleich. 30 haben wir noch gleich hier. Leicht stärkere Griffe und Würfe. Ich meine, okay, das mit den Griffen ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich verwende die kaum. Tatsache, die sind ein bisschen stärker. Dann nehme ich auch gleich mal einen stärkeren Geist. Ja komm, Horror-Kid, let's go! Also man hat jetzt an den Subgeistern schon, generell an den primären Geistern schon gesehen. Ich habe einiges weitergespielt, ich habe schon viel evolviert wieder und ich bin auf jeden Fall OP ausgerüstet. Aber ich werde natürlich gucken, dass ich auch andere Geister, die ein bisschen schwächer sind, verwende. Einfach damit es trotzdem ein bisschen lustig ist. Weil ich ja theoretisch auch die, was nur einen Stern haben, einfach verwenden, um schnell da durchzurushen. Und wenn wir schon ein sehr, sehr langes Projekt hier haben, dann werden wir das auch natürlich dementsprechend so nutzen, dass wir um die 50 Folgen hinbekommen. Ja, okay, so heftig wird es hoffentlich nicht sein. Was? Ja, genau! Und es hat den Ultra Smash. Oh no. Der hat mich eingesaugt. Ich habe aber den Typen auch schon. Also ich habe den gerade verwendet vorhin. Also ich habe gesehen, den habe ich gerade als Subgeist. Ich habe auch so eine Notfallheilung drauf. Und sie hat ihre schon verwendet. Obwohl 100 ist halt auch heftig. Verflucht, ich flieg schon wieder zu weit. Das ist halt immer so eine Gefahr. Ja, super.
Ja, Selbstmord gefährdet auf jeden Fall. Nein! Ach! Boah, das ist nicht dein Ernst, als ob! Komm jetzt weg mit dir! Jetzt aber BAM! Ja, super, die blockt das wieder. Die geht mir so richtig auf die Nerven. Erstmal, jetzt bin ich wieder weg. Weil es halt eine große Version ist, macht die sau viel Schaden. Jetzt aber. Nein! Ich hatte gerade den Move! Du Lächerliche! Die hat nur 3 Sterne! Normalerweise fehle ich bei Legende, aber nicht bei Ass. Ich brauche Quatschutzu sofort. Weil sonst raste ich hier aus. Und ich habe ihn leider hier nicht. Mhm, genau. Jetzt aber. Die weicht halt so richtig dreckig die ganze Zeit aus. Aber das mit der Dauerheilung ist halt das Schlimme. Nimm jetzt die Banane, oder? So wie ich sie kenne. Natürlich nimmt sie. Gönn dir. Wenn es dir weiterhilft. Es hilft dir tatsächlich. Das wird heute ein Fail. So ein richtiger. Das war wieder knapp. So, jetzt hat die dann wieder ihren Move drauf. Da ist er. Schnell weg da, schnell weg da. Nein! Was hat das für eine Saugkraft? Das ist wie so ein Move da, wo du einfach, egal wo du ihn einsetzt, der ist wirkungsvoll. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, Glück gehabt. Trotzdem sterbe ich an dem Scheiß. Gut, das wird jetzt der Punkt sein, wo ich dann gleich aufstehe und gehe. Ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor, die Aufnahme abzubrechen und dann zu schneiden. Gibt's, habe ich nicht irgendwie vielleicht was, was mir auch so eine große... So eine große Ding gibt, so eine, dass ich wachse halt oder keine Ahnung. Wie nennt man das? So, jetzt aber. Ich muss halt nur rechtzeitig das irgendwie bringen. Das heißt, so eine starke Attacke, die mich halt irgendwie was. Ihr wisst schon, also die gleich das direkt wegfetzt. Die Bananen-Ding da. Schade. So, jetzt hat die 96%. Bei 100 heilt sie sich. Verdammt, hat nicht funktioniert. So, jetzt hat die wieder ihren Move. Ja, keine Chance da rauszukommen. Und die Notfallheilung hilft halt auch nicht. Gut. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Die hat keine Chance. Das ist wieder der Ding gewesen. Habe ich's jetzt? Nein, 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 weg da! Okay, nicht mehr viel. Jetzt ist sie aber. Jetzt springt die halt wieder rum. Weil die keine Chance hat. Ja! Jetzt habe ich sie! Wie viel waren das jetzt? 10 Minuten, glaube ich, oder irgendwas haben wir da jetzt wieder verschwendet. So dämlich kann auch nur ich sein. Habe ich auf schwer gestellt irgendwie oder vielleicht? Ach, auf normal. Ah. Okay, ist auch keine Ausrede. Main Team, Yoshi's Woolly World. Immerhin etwas. Gut, jetzt ist es mir aber egal. Jetzt lasse ich den Geist und jetzt durchrasseln. Unsichtbarkeit für Gegner. Es hört nicht auf mit dem. Aber dafür kriegt ihr jetzt extrem viel Schaden von mir. Ja, ihr seid One-Hit. ...35% Schaden mit nur einem Schlag. Da bringt sich die Unsichtbarkeit auch nichts.
Ja, okay, vorausgesetzt, ich bin dämlich, das geht auch. Die weichen halt irgendwie aus. Komm, Pichu. Funktioniert doch! Und... Nein, da muss ich auch raufgehen. Als ob ich heute nichts treffe, das gibt's ja nicht. Was ist heute los? Stimmt, 13. Februar. Ich habe schon in New Super Mario Bros. Angesprochen. Heute ist irgendwie so ein Tag, wo mir irgendwie nichts gelingt. So, Pichu, dich habe ich auch gleich. Da bist du weg. Gegen deine Weiterentwicklung hast du keine Chance. Unfassbar. Soll ich die Röhre jetzt auch austesten, wo mich die hinführt? Ich weiß es wahrscheinlich eh schon, aber... Schauen wir einfach mal. LOL. Warte mal. Alles klar. Nee, wir machen das anders. Wir bewegen uns, wenn dann, schön flüssig und geformt weiter. Flüssig und geformt. Wo ist der Zusammenhang in dem Satz? Der Gegner startet mit einer Erzkeule. Aber wenigstens hat man ein schönes Ding im Hintergrund, eine schöne Musik. Diese, wie heißt denn das, die... Verdammt, oh oh, wie heißt denn die, also das mit dem, der was da diese Ding spielt. Dieser Falke. Aus Breath of the Wild. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Mir liegt's auf der Zunge, aber mir fällt er nicht ein. Rivali war der Recke, aber wer war der eine da noch, der was da dieses Ding war? Der was ja auch immer diese Lieder gesungen hat, wenn was ein Hinweis war auf irgendeinen Schrein. Das gibt's ja nicht, als ob ich den vergessen hab. Ja, ihr wisst schon, wen ich meine. Puh. Inzwischen weiß ich auch, dass das mit der mit der leeren Juwelenausbeute, dass das immer gleich ist. Also es geht nur um die Snacks. Heißt, wenn du wirklich einen schwächeren Ding nimmst, dann kriegst du einfach entweder gar keine, so wie ich gerade, oder schwache Snacks. Mehr nicht. Wenn du halt wirklich jetzt sagst, okay, du kämpfst mit einem 3000er gegen den 3-Stars, dann kriegst du halt starke Dinger. Oder zum Beispiel diese Rotner. Obwohl ich jetzt keinen Vorteil an den Dingern sehe. Nee, also ob. Befrei dich! Befrei dich! Oh, Glück gehabt. Gut, jetzt, es hört schon wieder nicht auf mit Trollen. Als ob. Das war so ein Specht. Der, was mich ins Verderben nimmt. Das fällt mir auch gerade auf. Ich hab Donnerblitz doch drauf. B unten, Donnerblitz. Das macht ja Flächenschaden. So, den ersten habe ich. Okay, nicht ganz. Ich muss da schnell weg. Von der Ecke. Ich meine, die machen mir eh keinen Schaden, aber... Gut, den habe ich. Da ist eine Bombe. So, jetzt aber halbwegs zusammenreißen. Ich habe die Notfallheilung auch noch drauf. Gut, einen habe ich. Zwei habe ich, glaube ich. Ne, der lebt noch. Was? So, dich habe ich. Einmal noch. Oh ne, das... Da war ein Bienending! Das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass die auch Schaden nehmen. Schnell, ich muss dich berühren! Ey! Oh mein Gott! Lucky, aber so richtig. Bin froh, dass der in meiner Nähe war. Also eigentlich war es auf mich hingezoomt, ich weiß, aber... Den hat's mitgenommen. Das war mein Glück. Also ja, theoretisch bin ich gestorben, aber sei es drum, interessiert keinen. Gut, Rutschalarm. Bremsen ist fast unmöglich. Erhöht das Lauftempo für Gegner. Der Gegner fällt langsamer. Okay, ist jetzt nicht unbedingt Rutschpartie. Okay, an dem bin ich jetzt aber auch noch nie richtig gestorben. Weil das auch fast gar nicht geht. Passt, hat sich erledigt. Genau solche Runden möchte ich. Nicht so wie jetzt da zweimal da komplett
Wie viele Geister haben wir heute befreit? Ich glaube, sechs bisher. Fünf oder sechs. Das ist absolute grottische Leistung. So, hier müssen wir jetzt alles haben. Ja. In den Wald würde es als nächstes gehen. Da gibt's eine Kiste zu holen. Gönnen wir uns. Das G in Kiste steht ja immerhin für Gönnung. Ich schaue da gar nicht drauf, das ist ein Metallgegner, fällt mir auch erst jetzt auf. Ich sollte mich da wirklich ein bisschen mehr auseinandersetzen mit den ganzen Kämpfern. Aber es ist ein Pokémon-Kampf zum Glück mal. Die ist hartnäckig. Ich habe auch schon wieder ein Schwert. Willst mich verarschen? Och man, schade, dass die noch lebt. Ich wollte gerade sagen, 100 Pro bringt sich die da jetzt um. Gut, da treffen Kräfte zusammen. Verdammt. Huhuhu, ich habe die Bombe gerade gesehen, deswegen habe ich es jetzt nicht eingesetzt, aber sonst wäre ich jetzt down. Nein, die hat jetzt ein Ding auch noch. Okay. Hui, Glück gehabt. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Ich habe wirklich die krassesten und behindertsten Missionen heute gezogen. Vor allem, die hat 175% Schaden. Wo ist denn mein Move? Jetzt habe ich sie, oder? Ja. Nice. Jetzt habe ich sie, jetzt habe ich es. Oder er, keine Ahnung. Wie hieß nochmal die Aussprache bei Pokémon? Ich glaube sogar er oder ihm. Was weiß ich. Ich habe die Serien ja geschaut eigentlich, aber keine Ahnung, das fällt mir jetzt gerade wirklich. Ich habe da nie richtig drauf geachtet. Wenn, dann würde ich es sagen, aber sonst. 3000 Geistpunkte, kann ich gut gebrauchen. Hä? Da geht's nicht weiter. Ich bin doch gezwungen, die Röhre zu nutzen. Muss mich also von der anderen Seite annähern. Ist da auch noch irgendwie Bewachung? Joa. Okay. Ich würde mal sagen, Zeit läuft uns auf jeden Fall nicht davon. Also, davon haben wir genug. Auch wenn die Folge jetzt schon wieder halbwegs lange ist, aber mal schauen, was sich noch rausgeht. Hui, der hat gesessen. Das sind wieder die was gleich... Okay, gut, beide erwischt, aber... Da, wo du halt wieder gar nicht erkennst, welcher der richtige ist. Das geht mir bei den Eisclimbers am meisten auf die Nerven. Dass man nicht erkennt, welcher der richtige ist, den du eigentlich hitten sollst. Das ist schon so oft passiert. Das gab's bei Miele. Bei Miele gab's so eine richtig dreckige Mission, wo es zwei Eisclimber-Duos gab, die halt die ganze Zeit gesprungen sind und du musstest die Schwester von denen, also die was halt eher unrelevant ist. Oder wie soll man das jetzt nennen? Ihr wisst schon, da gibt's einer von denen, wenn der eine stirbt, dann verschwindet der andere automatisch. Und dann noch da, wo der eine stirbt und der andere weiterkämpfen darf. Wie soll ich sagen? Der, was eigentlich das richtige, die richtige Trophäe ist. Der andere nur der Begleiter. So, jetzt gibt's auf jeden Fall mal Yoga-Übungen. Gegen die Wii Fit-Trainerin, die mich jetzt fast deklassiert hätte. So, komm. Verrecke. Rutschpartie ist auch on air. Boah, das ist unfassbar. Zählt das nur für mich oder für die auch? Okay, gut, hat sich erledigt. Lassen wir so stehen. Nee, aber diese Miele-Missionen. Huh. Uff. Ich habe letztens erst wieder Miele gespielt, deswegen weiß ich das noch so genau. Aber da bin ich wirklich teilweise herumgeflucht. Ich meine, diese All-Star-Missionen, die gingen ja alle noch und... Was weiß ich, dieses Super Mario 128, wo du diese kleinen Mini-Marios besiegen musstest. War alles lustig. Hat schön an die Kindheit erinnert, aber... Das mit den Eisclimbers, das hat mich aufgeregt. Vor allem, hattest doch nur eine Minute Zeit, um die wirklich zu trennen. Und die haben halt immer zusammengefunden, ganz schnell. Also da warst du teilweise wirklich... Das war hoffnungslos. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist halt nicht Miele hier, das ist halt Ultimate.
Da ist das ein bisschen irrelevant, das Ganze. Die große Mission allerdings mit Mario und Peach, wo ich mich halt hier noch richtig aufregen werde, die kommt erst. Ich glaube, die ist sogar in irgendeinem geheimen Raum noch drin. Ich glaube, zwei fehlen uns von denen noch. Ich glaube. Mann, ich sollte endlich mal ein bisschen Abwechslung in meinem Vokabular sorgen. Das ist ja unfassbar, was ich hier immer wieder für Texte schaffe. Aber immerhin bleiben sie im Kopf. Achso, das ist ein KP-Kampf. Mit Eisboden! Ich habe nur mal 40 Sekunden. Na komm, dann wagt euch her. Das war wieder der Falsche, den ich erwischt habe. Ach, der eine ist dunkelblau, ja. Pff, ist ja wie im Fußball, wenn der eine mit blau und der andere mit dunkelblau spielen würde. Er kennt sich natürlich sofort auseinander. So habt ihr auch. Sag jetzt nicht, der weicht aus! Der ist auf Ausweichen eingestellt! Boah, Glück gehabt. 5,66 Sekunden. Wenn das nicht knapp war. Der ist auf Ausweichen einfach mal eingestellt gewesen. Vor allem ich bin jetzt so scheiße im Ausweichen, wenn es um sowas geht. Aber bei sowas, der Weg ist völlig vereist. Du wirst bloß ausrutschen und hinfallen. Ah, ich kann runterrutschen. Das ist die Sache. Da ist wieder ein Ass. Okay, schnell mal höher auf eines. 12.000, was nehmen wir dazu? Hm. Was ist denn da die Besonderheit? Gar nichts. Gut, dann können wir uns frei ein Ding lassen. So. Einmal, zweimal. Puh, der Gegner hat super Rüstung, ist aber langsamer. Ausdauer-Smash. Na, super. Hä? Was ist denn das bitte? Ich weiß, es macht mir zum Glück keinen Schaden, aber... Der hat irgendwie so eine super Stampfattacke drauf. Mehr ist das nicht. Aber er hat schon weniger Schaden. Ah, weniger Schaden, weniger Leben. Weniger Schaden wäre jetzt ein bisschen blöd. Erdbeben. Huhu. Was natürlich auf ihn wieder keine Wirkung hat. So einfrieren kann ich dich aber. Achso, der hat super Rüstung, stimmt ja. Ach verdammt, ich dachte... Ich sag dazu jetzt einfach gar nichts. Ich weiß, das war gerade komplett geistig behindert. Dass ich da jetzt wieder... Und wie dieser Kampf ausgeht und auch welche weiteren Kämpfe stattgefunden haben, werden wir leider nie erfahren, da die letzten 2 Minuten von der Aufnahme abgespackt sind. Sorry, kann ich leider nichts machen. Somit, dennoch danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.